auf dem Bildschirm oder am Bildschirm. Es freut mich sehr, dass ich heute Christoph Gantenbein erwähnen darf oder dass er Zeit gefunden hat, nach Basel, nach Basel, verluter Basel, nach Chur zu kommen. Ich kenne Christoph, wir haben es gerade diskutiert, seit 24 Jahren. Wir waren zusammen bei Axel Fickert Assistent, 2 Semester zusammen. Und seither habe ich nur noch über Medien und Preisausschreibungen und Erfolge von Christoph gehört. Schön, bist du hier. Danke vielmals. Christoph Gantenbein hat das Architekturstudium an der ETH Zürich gemacht, mit Emanuel Christ 1998 das Büro gegründet. Er war Dozent an verschiedenen Hochschulen, unter anderem Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel 2002 bis 2003, Mendrisio an der Academia 2004, 2006 und 2009. Er war in Oslo, School of Architecture and Design 2008 und an der ETH Zürich 2010 bis 2015, an der Harvard Graduate School of Design 2015, 17 und 21, Mitglied des SCA-Vorstandes von Basel und 2018 Ernennung als Professor für Architektur und Design an der ETH Zürich, wo er heute noch unterrichtet. Auffallend ist die harmonische Reaktion der Gebäude auf ihre Umgebung. Jedes einzelne Gebäude passt sich an und interagiert mit den bereits vorhandenen Strukturen, Materialien und Farben. So gelingt es ihnen, ein einheitliches Gesamtbild zu schaffen, das sich nahtlos in die bestehende Umgebung einfügt. Dabei legen sie besonderen Wert darauf, die Umgebung stets mit einer modernen, futuristischen Sprache zu interpretieren und somit etwas völlig Neuartiges in Verbindung mit bereits vertrauten Aspekten zu schaffen. Auch bei Renovationsprojekten spielt die Einbeziehung des Bestandes und der Geschichte eine bedeutende Rolle. In den modernen und futuristischen Renovierungen werden bekannte Strukturen bewahrt und mit zeitgemäßen Elementen ergänzt, um sie neu zu beleben. Diese Symbiose aus Altem und Neuem ermöglicht es dem Betrachter, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Zukunft zu blicken und schafft ein Bewusstsein für die Gegenwart. Ich habe so versucht, eine Zusammenfassung machen. Wir werden mehr von Christoph zu hören. Ich habe bewusst verzichtet, Bauwerke aufzulisten, weil ich habe begonnen und es sind so viele, es sind so viele Preise und Erwähnungen. Ich habe es belassen. Man kennt sie und ich bin froh, bist du da. Ich freue mich sehr, dass wir uns nach so vielen Jahren wiedersehen. Ich gebe dir gerne die Bühne. Danke vielmals für die Einladung und für diese liebe Einleitung. Guten Abend miteinander. Ich freue mich, hier zu sein und über Architektur zu reden. Ich möchte, eben, ihr habt es gehört, wir unterrichten und unterrichten heißt auch immer reflektieren, was man tut. Ich möchte zweiteilig über Architektur reden. Erst über unsere Lehre und Forschung oder vor allem eigentlich über die Forschung, die dann aber auch mit der Lehre in einem Zusammenhang steht, aber über die Forschung, wie es zu diesem Begriff von Typology kommt. Und dann möchte ich euch eine Serie von Bauten zeigen, die wir realisiert haben. Mal schauen, wie weit wir kommen. Ich habe viel zu viele Slides mitgebracht, aber irgendwann hören wir dann einfach auf und gehen zum Apéro, glaube ich. Weil wir überzeugt sind, dass natürlich die Theorie und die Praxis untrennbar miteinander verbunden sind. Wir können nicht Architektur machen im Alltag. Wir können keine Entscheidung fällen, ob es für eine Farbe oder ein Material oder eine Proportion ist, ohne zu reflektieren, wieso, was machen wir eigentlich, wieso tun wir es. Und da ist dieser Begriff der Typology zentral. Und zwar, genau, wenn ich jetzt hier rede, rede ich natürlich als Exponent von einem Büro mit ganz vielen Menschen, denen ich auch hier danken möchte, weil sie diese Projekte mittragen, aber auch weil wir über den Begriff der Autorenschaft noch reden werden im Zusammenhang mit dem Begriff der Typology.
all diese Leute, die sich täglich bei uns abmühen für die Architektur. Wir sind auf den Begriff der Topology, stößt man natürlich, wenn man über Architektur redet, und es gibt einen wunderbaren Text dazu, der so heißt, On Typology, von Raphael Moneo, schwer zu lesen. Ne? Theorie Raphael Moneo und Typology in diesem Publikationsorgan Opposition vom IIT von 1978, wo er in diesem Text eigentlich eine Geschichte des Typologiebegriffs schreibt mit der expliziten Frage, was bedeutet das für uns heute? Und er beginnt hier, to raise the question of typology in architecture is to raise the question of the nature of the architectural work itself. Also er verbindet Architektur direkt mit dem Begriff der Typologie, und zwar mit diesem sehr interessanten und absolut zentralen Gedanken, der dann, auf den wir ein paar Mal zurückkommen werden, indem er nämlich den dualen Charakter der Architektur beschreibt. On the one hand, nachher geht es on the other hand, on the one hand, a work of architecture has to be considered in its own right. Also ein architektonisches Werk ist an entity in itself. Es ist ein einmaliges Werk, es hat den Anspruch, einmalig zu sein, a condition of uniqueness. For this point of view, the work of architecture is irreducible within any classification. Also wenn ich ein Haus habe, dieses Haus gibt es nur einmal, von einem Client gebaut, vielleicht von einem Architekten entworfen an diesem Ort. Es ist eine Identität, so wie auch ein Mensch ein Individuum ist und als solches den Anspruch auf Einmaligkeit hat. Und dann sagt er aber, on the other hand, a work of architecture can also be seen as belonging to a class of repeated objects. Also wenn ich über ein Haus rede, dann kann ich das klassifizieren, Class of Repeated Objects. Es ist ein Hochhaus, es ist eine Lagerhalle, es ist eine Hütte, es ist ein Gartenhaus. Und das lese ich vor, weil es wirklich wunderbar formuliert ist. Like a class of tools or instruments, er vergleicht also Architektur mit Instrumenten oder Werkzeugen, by some general attributes. From the first hut to the archaic stone construction, primitive architecture conceived of itself as an active as an activity similar to other kinds of craftsmanship. Architektur ist also eine Art Handwerk, such as the making of textiles, pottery, baskets and so on. The first products of this activity, which we in retrospect have called architecture, were no different from instruments or tools. Building a primitive hut required solving problems of form and design similar in nature to those involved in weaving a basket, that is in making a useful object. Und dann der ganz wesentliche Satz, das like a basket or plate or cup, the architectural object could not only be repeated, but it was meant to be repeated. Also wenn ein Töpfer einen Topf herstellt, geht es nicht um ein einmaliges Werk zu schaffen, sondern natürlich ist die Idee da drin, dass er einen Typus schafft, der beliebig repetierbar ist. Und das gilt eben auch für die Architektur. Und das, denke ich, ist die absolut zentrale, wunderbar formulierte These, die für unsere Generation, die natürlich aufgewachsen ist mit diesen großen Star-Architekten quasi vor uns, die alle letztlich, behaupte ich, implizit immer den Anspruch haben an diese Einmaligkeit, und wo dieser zweite Aspekt der Architektur eigentlich verneint wird. Und es ist so schön, wie er das inszeniert, natürlich auch dann mit Bildern untermalt von eben Architektur, auch anonymer Architektur, die dann eben quasi wie ein Instrument oder ein Werkzeug meant to be repeated und durch einen Set von klaren Eigenschaften miteinander verbunden ist. Und mit diesem theoretischen Text, den ich euch sehr empfehle zu lesen, sind wir gestartet und haben moderne Städte untersucht, 8 Städte, und in 2 Büchern publiziert. Wir haben begonnen mit Hongkong, damals hatten wir noch nicht die Idee, die Stadt oder die Architektur der Stadt zu untersuchen. Aber wir sind gestartet, als wir an der ETH unterrichtet haben, und haben gesagt, ja, wie bauen wir unseren Entwurfskurs auf? Hongkong ist irgendwie da auf den Tisch gekommen, und wir haben diese hat es einen Pointer, glaube ich, ja? Ja, da,
diese Pencil Towers entdeckt. Oder? Das sind unglaublich schlanke Gebäude, die wo man als Architekt sagt, wow, das ist wie so eine expressionistische Fantasie, völlig psychedelisch. Also wie hält dieses Haus, wie steht das, was ist da für eine Ökonomie dahinter? Oder? Also da geht man darauf zu und entdeckt das so wie ein individuelles Werk und merkt dann aber, nein, das ist eigentlich eben eine Klasse von Gebäuden und die gibt es in ganz Hongkong wieder. Und wir haben diese Pencil Towers gesucht, dann haben wir gesehen, es gibt auch andere Typen, es gibt diese Scheiben, es gibt Industriegebäude, die vertikal funktionieren und so weiter. Und haben dann in diesem Buch diese vier Städte publiziert, quasi gesehen anhand der sowohl sogenannten langweiligen Architektur, also diese Everyday Architecture, the Grey Architecture, die, welche diese Städte ausmacht. Also nicht die Monumente, nicht die Ausnahmen, sondern das, was wir als typischen Regelfall identifiziert haben. Und das ist dann Hongkong, wo man in seinem Bild sagt, das ist einfach mal ein Chaos, wie kommt es zu so etwas? Und wenn man dann aber diese Gebäude beginnt zu studieren, sieht man, es sind immer wieder ähnliche Typen, es sind diese Pencil Towers, oder es sind diese so fast so wie Blockränder aus dem 19. Jahrhundert und die haben alle ihre unterschiedliche Grundlage, wieso die so sind, wie sie sind. Zum Beispiel diese Pencil Towers, die sind vor allem entstanden in den 80er Jahren, als die Investoren nervös wurden vor dem Handover von Hongkong, von England an China und die haben möglichst schnell noch versucht, auf kleinen Parzellen viele Gewinne zu machen, statt zu warten, bis man Parzellen vielleicht zusammenlegen kann und effizientere Gebäude realisieren könnte. Das waren dann also so quasi wie so Panik-Investments und die haben dann eine unglaubliche spezifische Qualität. Zum Beispiel haben die immer diese Fenster, die so plastisch sind. Da gibt es einen Grund dahinter, dass man nämlich per Baugesetz nochmal so ein bisschen Platz gewinnen kann, in dem Fenster auskragen dürfen. Oder? Weil da jeder Quadratzentimeter einen Wert mit sich bringt. Und wir haben also versucht zu verstehen, was hinter diesen Gebäuden ist und haben diesen Katalog gemacht. Das sind diese Pencil Towers. Das ist der extremste, den wir gefunden haben. Der besteht eigentlich nur aus Treppenhaus. Und zwar, weil es ein Hochhaus ist, braucht es zwei Treppen. Das ist eine Scherentreppe mit zwei Fluchtwegen. Das ist der eine und das ist der andere. Und mit dem Lift und Liftvorraum. Das ist die Erschließung und das ist die Wohnung. Ein Wohnraum. Die Küche macht gleichzeitig den Korridor, der den zweiten Fluchtweg sicherstellt. Da dieses Fenster da, wo man dann noch ein bisschen Platz gewinnt und das Bad. Oder? Und da gibt es also solche, die dann ein bisschen weniger extrem sind. Aber sie basieren immer auf den gleichen Gesetzmäßigkeiten. Eben, es gibt einen ökonomisch-politischen Hintergrund und es gibt Baugesetze wie diese Treppe und oder eben diese Nutzung der Fassade. Und das führt zu so Standards. Und jedes Haus ist natürlich eine individuelle Ausformulierung, wo jedes Haus dieser Klasse, dieser Gruppe von Pencil Towers folgt gewissen Regeln. Da haben wir andere Typen gefunden, wie zum Beispiel diese Vertical Factories. Auch extremer Kostendruck, zu wenig Land, wo dann selbst Industrieanlagen vertikal ausgeführt werden, sogar Logistikzentren, wo Lastwagen bis ins 15. Geschoss hochfahren. So. Wir haben andere Städte untersucht, wie New York, wo es zum Beispiel ein Gesetz gibt, wie Gebäude zurückstaffeln müssen, um die Belichtung und Besonnung der Straßenräume zu garantieren. Also ab einer gewissen Höhe muss ein Volumen dann in einem gewissen Winkel zurückstaffeln, abhängig von den Straßen rundum und je nachdem, oder abhängig dann von der Straße, die gegenüber liegt, ist dann diese Zurückstaffelung anders. Und dann stehen total so expressionistische Skulpturen, aber eigentlich ist es total rational. Und das hat uns natürlich interessiert, auch weil in unserem Beruf zunehmend derart viele Reglemente und Bedingungen da sind, wo man eigentlich das Gefühl hat, ich kann gar nicht mehr entwerfen. Also das geht dann auch darum, den eigenen Beruf eigentlich zu verstehen. Dass wir hier entdecken, dass solche Sachzwänge und Bedingungen auch durchaus zu sehr spezifischen und charaktervollen Architekturen führen können. Wir haben das dann weitergemacht. Zum Beispiel Buenos Aires hat eine ganz andere
Rahmenbedingungen wiederum, nämlich diese typisch spanischen Kolonien mit dieser Blockstruktur von etwa 120 mal 120 Metern, die eigentlich angelegt war, also sehr tiefe Blöcke für flächige Hoftypen, also ein-, zweigeschossige Häuser. Und dann mit dem zunehmenden ökonomischen Druck wurden diese Höfe immer kleiner parzelliert und dann entstehen so schmale Parzellen, die dann zum Teil sehr tief sind. Und das führt dann wiederum zu Problemen. Was mache ich mit einer Parzelle, die 9 Meter breit und bis 60 Meter tief ist? Das führt dann zu Fragen, wie erschließe ich das? Dann gibt es solche Passagenhäuser, die eine innere Straße generieren und. Und am Schluss ist wirklich die Morphologie der Stadt, wenn ich durch die Stadt gehe, dann ist die natürlich bestimmt durch diese Typen. Rom hat wiederum ganz andere Regeln, das sind diese Blöcke. Und dieses Interesse für die Typologie ist nicht etwas, was nur in diesem Text von Moneo von 78 zum Ausdruck kommt, sondern zum Beispiel auch im Werk von Bernd und Hilla Becher, diesen deutschen Fotografen. Das ist eine späte Publikation, aber sie haben diese Recherche, ich weiß es gar nicht, 60er Jahre begonnen und systematisch Industrieanlagen, ursprünglich in Deutschland, aber dann weltweit, hauptsächlich Industrieanlagen dokumentiert, eben sehr systematisch, Wassertürme, Fördertürme, Silos, Fachwerkhäuser und haben das ursprünglich mit einem archäologischen Interesse dokumentiert, aber letztlich wird es heute als Kunst gehandelt. Aber es ist auch eine Dokumentation von einer vergangenen Industriearchitektur, wo genau diese Frage immer mitschwingt. Was ist ein Wasserturm? Es gibt gewisse Eigenschaften, die durchgehen. Und dann aber ist jeder Wasserturm auch wiederum eine individuelle Ausformulierung dieses Typs. Oder es gibt auch aus dieser Zeit, wir sind in den 60er Jahren, wo diese Moderne auch kritisch reflektiert wird, gibt es dann auch Ed Ruscha als Künstler, der diese Tankstellen untersucht, also auch die anonyme Architektur, die die Landschaft prägt, die die Städte prägt oder die Vorstädte prägt. Und auch er arbeitet in Serien. Also es geht nicht, also sein Werk besteht in diesen Serien, diese Tankstellen oder Parkhäuser oder Swimmingpools. Oder dann hat er hier Every Building on Sunset Strip, das ist er selbst mit dieser Fotoserie, diesem Leporello, wo er jedes Haus rechtwinklig fotografiert, beide Straßenseiten und so zusammensetzt. Also das Interesse für die Masse, für die Repetition, aber auch für die anonyme Architektur und für die Stadt, die durch diese anonyme Architektur entsteht, ist ein Thema dieser Zeit. Eben, wir reden von den 60er Jahren, wo diese idealistische Moderne mit ihrem Versprechen, dass die Welt besser wird durch die Kontrolle der modernen Architektur, die alles im Griff hat, beginnt hier natürlich zu bröckeln und die Nähe von Ed Ruscha zu A Learning from Las Vegas ist natürlich offensichtlich. Das Interesse für die Vorstadt und die anonyme Architektur. Interessanterweise gibt es dann sehr ähnliche Dokumente aus einem ganz anderen Kontext, nämlich aus Italien, wo Manfredo Tafuri zum Beispiel in Rom oder Rossi und seine Kollegen in Mailand oder auch die venezianische Schule sich für die historische Stadt interessiert. Auch aus einer Kritik an der klassischen Moderne, die diesen Neuanfang propagiert, die Tabula Rasa und dieses Heilsversprechen, dass alles besser wird. Der Rückgriff, das Interesse auf die historische Stadt, auf historische Prozesse, auf Kontinuität und Veränderungen. Und da gibt es dann diese Untersuchung dieser einen Straße, der Via Giulia in Rom. Und auch darauf bezieht sich Moneo. Und auch da ist natürlich der Typologiebegriff absolut entscheidend, weil er diese in dem Moment, wo Architektur eben nicht nur ein Einzelereignis ist, sondern auch eine Gebäudeklasse repetierbar wird, da drin ist natürlich schon inhärent der Begriff der Stadt enthalten. Die Stadt eben nicht als eine Sammlung von Einzelobjekten, sondern die Stadt als ein Gemeinschaftswerk, wo es Konventionen gibt. Und
da hilft dieser Begriff der Typologie auch sehr, die Stadt zu verstehen. Nämlich zum Beispiel in dieser Untersuchung des gotischen Venedig, wo man sieht, dass natürlich die Morphologie, die Art und Weise, wie die Stadt am Schluss aussieht, ist geprägt durch die einzelnen Bauten und umgekehrt ist der einzelne Bau bestimmt durch die Konditionen, die die Stadt zur Verfügung stellt. Die Häuser, die ans Wasser und oft an die Gasse treten, der schlechte Baugrund in Venedig, der dann die Konstruktion bestimmt. Dafür gibt es viel Holz und die Spannweite der Holzbalken, die Raumgröße bestimmt, dass Räume relativ schmal sind, dafür lang sein können. Also da kommt Konstruktion bestimmt den Typ, aber die Stadt bestimmt den Typ und umgekehrt prägen dann diese Art der Architektur wiederum das Stadtbild. Das sind also so diese wesentlichen oder so gewisse Gedanken zur Bedeutung des Typs und zum Verständnis des Typs bei Moneo, dem wir uns eigentlich sehr anhängen. Interessant ist dann aber, dass er den Typus eben nicht, wie vielleicht Rossi das macht, als etwas so Erstarrtes, Fixes beschreibt, also ein Gebäude wie der Hoftyp ist da für alle Zeiten, sondern dass Moneo im Typ die konstante Veränderung sieht. Der Typ, das ist eine Standardlösung für eine Fragestellung, aber wenn diese Fragestellung sich ändert, ändert sich auch der Typ. Der Typ ist eigentlich konstant in Krise, weil er immer eine Antwort in einer spezifischen Situation ist, eine ideale Lösung ist. Und jedes Beispiel, jede Anwendung dieses Typs trägt dazu bei, dass sich dieser Typ auch leicht wandelt. Und er beschreibt dann, the most intense moment in architectural development are those when a new type appears. Also wenn plötzlich neue Bedingungen einen alten Typ obsolet werden lassen und etwas Neues entsteht. Das heißt, der Typ, und das ist ganz wichtig für uns, ist auch durchaus ein Instrument, das historisches, ein historisches Erbe, historisches Know-how sozusagen, bereitzustellen, etwas zu beschreiben, Architektur zu beschreiben, aber sie gleichzeitig dadurch verfügbar zu machen und auch dadurch zu einem Instrument zu machen für die Veränderung und etwas Neues. Mit diesem kurzen und etwas gehetzten theoretischen Einstieg möchte ich euch jetzt eine Serie von Bauten zeigen, mal schauen, wie weit wir kommen, wo ich versuche, diese beiden Aspekte, das Ringen um Ordnung, das Ringen um das Formulieren eines Typs und natürlich immer auch das Spezifische in jeder Situation zu beschreiben. Wir sind dran, eine Monographie herauszugeben und haben da viel Material gesammelt und das, was ihr hier seht, ist quasi dieses abgefüllte Material und es ist immer so chronologisch rückwärts laufend. Ich zeige euch Bilder vom fertigen Gebäude, dann kommen Baustellenbilder, geht es zurück, dann geht es zu Modellen, Plänen und am Schluss die Skizzen. Eigentlich ist also der Entwicklungsprozess von der Skizze über das Modell, über den Plan zur Baustelle, zum fertigen Gebäude, ist wie so umgekehrt. Das ist dieses Haus, das wir gebaut haben, das ist das erste Projekt, das wir hatten vor über 20 Jahren, das an der Eisenbahn steht, in einem Villenvorort in Zollikon, einem Vorort von Zürich, wo wir im Hintergrund Werder See in diesem Villenvorort angesichts der Parzelle, die so ein bisschen in diesem Loch sitzt, ihr seht, die Eisenbahn ist auf einem Damm, gesagt haben, wir bauen da als Wohnhaus keine Villa in diesem Villen, sondern das ist ein Ort hier an der Eisenbahn, wo eine Villa nicht hinpasst. Eine Villa ist idealerweise in der Landschaft. Und haben dann als Referenz den Typus dieses Gewerbehauses entdeckt. Wir haben das Auto genommen, sind von Basel nach Zürich entlang der Eisenbahn gefahren und haben Gewerbehäuser fotografiert, also diese kleinen Fabriken, diese ein bisschen minderwertigen Architekturen. Also da bin ich zurück, so bei der grauen, alltäglichen Architektur, die uns sehr fasziniert hat. Und wir haben eigentlich so ein Haus nachgebaut, wie wenn es schon immer da gewesen wäre, so ein kleines Fabrikli mit diesen grauen Rafflamellen, mit den aufgesetzten Storen. Aber es war ein Wohnhaus, es hatte ein Wohnhaus zu sein.
Und in diesem Widerspruch haben wir dann alle Details entwickelt, haben gesagt, also so eine Fabrik, das hat keine Balkone. Aber wenn es einen Balkon braucht, gut, dann gibt es wie so einen technischen Balkon, wo man aus der Wohnung dann aufs Dach kommt, oder die untere Wohnung, die kann dann unten in den Garten. Maschendrahtzaun, also wir haben sowohl konstruktiv als auch typologisch dieses Haus eigentlich so als ein umgenutztes Gewerbehaus formuliert. Das sind ältere Bilder, als es ganz neu war. Also ihr seht so diese so etwas traurige Architektur, nichts Heroisches, nicht quasi entworfen, sondern so wie wenn der Baumeister mit möglichst einfachen Mitteln da so eine technische Architektur realisiert. Das sind so zwei versetzte Kuben, die miteinander verwachsen, um so ein bisschen die Proportionen zu kontrollieren, sonst wäre das so zu flach, zu liegend geworden. Und das ist der vordere Körper mit zwei Wohnungen übereinander, unten das Garagentor. Und dann hatten wir unglaublich Freude an diesen so leicht, der Nuance von Grautönen. Also die Fenster sind ein bisschen anders als der Putz, nochmals anders als der Sockel. Und eben diese so sehr direkte Konstruktion. Auch da, also diese Geländer, wie sie gebaut wurden, also diese schlammbraune Geländer. Also so Typen von Konstruktionsdetails auch, wie sie bekannt sind, Industrieboden im Innern. Und dann natürlich die Freude, dass diese Industriearchitektur so atmosphärisch dann mit der Eisenbahn eben zusammenkommt. Das war ja die Grundidee, oder? Dass hier an der Eisenbahn eine Villa, oder wie wohnt man an der Eisenbahn? Und also dieser technische Charakter der Eisenbahn, der daran reflektiert wird, im technischen Charakter des Hauses. Wir haben dann Innendämmung gemacht, also vorfabrizierte Betonstützen mit eingelegten Elektro-Steckdosen und Lichtschaltern und dann eine sehr dünne Rüstung mit Innendämmung. Das heißt, wir haben diese Story des Fabriktypus dann bis in die Konstruktion entwickelt. Das ist das Gebäude, das vorher da stand auf dieser Parzelle. Also es hatte schon eine gewerbliche Vergangenheit, Holzmodelle, die wir noch selbst gebaut haben in der Entwicklung. Das ist eben viel Material, das klicke ich so durch. Aber ihr seht, so dieser Werkstattcharakter war ein Thema, und das ist jetzt so Grundriss, wo ihr seht, es ist so wie die Geschichte, also ob das so ein kleines Gebäude gewesen wäre, das dann erweitert wurde, wie gesagt, als Skelettbau, mit so nicht tragenden Gipswänden, als ob die später dann zugefügt worden wären, und diesem einen Dachatelier. Das heißt, das Haus ist natürlich spezifisch, weil es ist steht in dieser Situation, hat diese Rahmenbedingungen, aber letztlich möchte es auch so zu dieser Welt der Realität gehören. Es möchte eines von diesen Bauten sein, die man so kennt, und anknüpfen an diese Tradition einer Gewerbearchitektur. Das ist noch der Entwicklungs... Skizzen, ganz frühe Skizzen, vielleicht war das eine entscheidende, wo wir von Hans Kollhoff kommend, wo wir noch an die klassizistische Architektur geglaubt haben, dann diesen Glauben daran auch vielleicht angesichts dieses so etwas industriellen Ortes auch verloren haben, und dann ist das wahrscheinlich der Moment, wo dann diese Idee dieser so horizontal gegliederten Gewerbearchitektur zum ersten Mal in einer Skizze auftaucht. Das Ringen um den Grundriss, auch hier vielleicht noch so der Versuch eines Zellengrundrisses, der dann eben zugunsten so von diesem Skelett aufgegeben wurde. Eine sehr ähnliche Situation auch an der Eisenbahn, aber ein ganz anderes Projekt ist dieses Wohnhaus mit Gewerbe im Sockel an der Eisenbahn zwischen Basel und Zürich in Pratteln. Da gibt es eine unglaublich hohe Lärmbelastung, die derart stark ist, dass ein rechtwinkliges Gebäude, das an der Eisenbahn steht, nicht nur mit der Fassade an der Eisenbahn, sondern auch mit den Seitenfassaden derart hohe Emissionswerte hat, dass ich da kein Fenster machen darf, das ich öffnen kann. Und die Idee war eben nicht mit technischen Features, mit doppelter Fassade oder so zu reagieren, sondern daraus ein Prinzip, ein typologisches Prinzip zu entwickeln, das auch eine architektonische Form generiert, nämlich in Form dieser geschlossenen Ecke,
wo wir auch gesagt haben, dass das Haus eben vielleicht wie das vorher so etwas Technisches hat. Es gibt ja auch in der Schweiz diese wunderbaren Silobauten, so an diesen Bahnhöfen. Das ist auch so ein Typus, den es gibt. Das ist natürlich nicht eine direkte Anwendung dieses Typus, aber das Motiv zu dieser technischen Bauten an der Eisenbahn kommt hier wieder. Und das hat damit zu tun, dass durch diese Verdrehung der Fassaden zwei Fassaden dem Lärm zugewandt sind, aber zwei abgewandt sind, wo das der Haus dann alle Räume aufweist. Und in dieser Ecke zur Eisenbahn liegt der Kern. Das heißt, ein Hochhaus nicht mit einem zentralen Kern, sondern mit einem fächerförmigen Grundriss, den ihr noch sehen werdet. Und diese Fenster bringen das so zum Ausdruck, zum Lärm hin, schließen sie so wie die Augen, so, wenn es so zu laut ist, was ist denn so, und öffnet sich dann gegen Süden zur lärmabgewandten Seite, wo dann wo alle Lodgen und alle Räume, Wohn- und Schlafräume orientiert sind. Das ist dieser Sockel, der dann da noch so diese Wartezone macht. Das ist ein Detail von diesen galvanisierten Stahlblechen auch. Das Motiv dieses industriellen Materials, das dann diese Geschichte dieses so technischen Objekts am Bahnhof übersetzt in eine Konstruktion. Da hatten wir Freude, dass eben die Ecke nicht eine offene Fuge hat, sondern dass durch die Möglichkeit, ein Blech zu biegen, das Haus so etwas Körperliches kriegt mit dieser Haut. Dann gibt es zwei Eingänge, einen für die Wohnungen, einen fürs Gewerbe, wo man dann so ganz punktuell eine Veredelung mit diesem Marmor sich geleistet hat. Der Beton ist Sichtbeton, aber dort, wo man eine Wand verkleiden musste, eine Leichtbauwand, wo dahinter Installationen sind, konnten wir die Bauherrschaft überzeugen, wie das so natürlich zum Beispiel in Mailand so die Tradition ist, diese Rentrées, wo man die Freude am Material so inszeniert. Einmal dann der grüne Boden fürs Gewerbehaus und der rote Boden dann für den Teil, wo man in die Wohnungen geht mit diesen Briefkästen. Und das sind dann die Wohnungen mit diesem seitlichen lärmzugewandten Fenster, das sich so verjüngt hin zum Kern. Und dann die lärmabgewandte Seite mit den Balkonen. Das ist eine Gewerbeeinheit im Sockel, das Erdgeschoss. Konstruktion. Und hier seht ihr jetzt diesen Typus des Bauprozesses mit dem Kern, der eben exzentrisch liegt, was dann statisch nicht ganz lustig ist. Das findet der Statiker dann nicht ideal. Das heißt, es gibt dann, das sieht man jetzt hier gar noch nicht, weil es noch nicht betoniert ist, es gibt dann hier noch zwei so aussteifende zusätzliche Scheiben, das sieht man dann im Grundriss. Dann die Verkleidung mit diesen großflächigen Stahlblechen. Ein frühes Modell. Das war die ganze Recherche zu dieser Form. Ich denke, das machen die Architekten. Wieso so kompliziert? Aber das war ein langer Prozess natürlich der Optimierung mit Grenzabständen und Verschattung und Lärm. Und hier seht ihr den Grundriss von diesem Erdgeschoss mit diesen beiden Eingängen, dem Eingang in den Kern, der dann eben durchläuft für die Wohnung, und diesem zweiten Eingang für die Büros. Und das ist dann die Gewerbeeinheit, und das ist dann der Regelgrundriss, der dem Haus eigentlich seine Form gibt, mit diesem exzentrischen Kern, der fünf Wohnungen erschließt, die sehr tief, die sind fast 14 Meter tief, mit Küche, Wohnen und dann diesem Zimmer, das sich noch so halb vor den Wohnraum schiebt, mit einer Verglasung hier und einem zusätzlichen Zimmer, das also davon lebt, dass dieses Haus eigentlich nur zwei von vier Fassaden hat, das zur Belüftung dieser Räume zur Verfügung steht. Und das ist natürlich der Challenge mit einem exzentrischen Kern. Das heißt, wir haben versucht, so wie wir das in Hongkong gesehen haben, oder aus einem Problem, ein Problem nicht irgendwie nur so zu lösen, sondern das Problem zum Komplizen zu machen und durch eine Lösung zu suchen,
wo dieses Problem dem Projekt eine spezifische Qualität gibt und am Schluss zu einer Lösung findet, die einen typologischen Charakter hat. Eigentlich könnte das ja wie so jetzt zu einem Lärmtyp werden. Es ist noch ein einmaliges Haus, aber wenn man das jetzt repetiert, dann könnte man von einem Typus sprechen. Etwas ganz anderes ist das nächste Projekt, das eine totale Freiheit hat, im Gegensatz zu diesem Lärmproblem und den ökonomischen Zwängen eines Hochhauses, ist das ein Pavillon in einem Park, in einem privaten Garten, wo es ein 20er-Jahre-Haus gibt. Und man kann sagen, der Pavillon, da habe ich alle Freiheiten. Ich habe keine statischen Probleme, ich habe keine baugesetzlichen Probleme, ökonomisch ist man da frei. Jetzt könnte man das so ein verspieltes Objekt machen. Und uns hat interessiert, genau das Gegenteil zu machen und da so einen Typus zu suchen, der unglaublich rigide logisch ist, Typus, es kommt ja auch von Abdruck im Griechischen, also die Typografie, der Buchstabe, der Abdruck ist ja da in diesem Wort enthalten. Und ein ganz, ganz stures Objekt, wie so eine Kiste zu machen, die mit diesen Asphaltbahnen verkleidet, auf eine Art so, wiederum so technisch ist, sieht aus wie so ein Container, aber gleichzeitig über den Rhythmus dieser Fenster und die Formate der Fenster auch so ein traditionelles Bild von einer klassischen oder klassizistischen Architektur in sich trägt. Also typologisch kann man sagen, ist das sehr klassizistisch, das Fenster, typisches Fenster, vertikal mit den Fensterläden, aber in der Formulierung ist es dann so zeitgenössisch industriell gemacht, sogar die Fensterläden sind noch verkleidet mit diesen Asphaltbahnen, das seht ihr hier, ist nicht so einfach, die sind eigentlich gemacht, um zu liegen. Wenn man die aufhängt, die Bahnen, das ist ein Horror, also nicht zur Nachahmung empfohlen, aber das ist auch Teil unseres Berufes, dass man solche technischen Möglichkeiten mal ausreizen will. Auch das Fenster, wenn man dann genau schaut, ist es nicht ein traditionelles Fenster, sondern ein Schiebefenster, das man in die Wand schieben kann. Es gibt also nur diese Fenster, diesen Rhythmus, diesen repetitiven Rhythmus dieser Fenster und dann die einzige Ausnahme ist eigentlich diese Türe, die dann so reingemogelt ist. Fanden wir interessant, die wird als architektonisches Thema so heruntergespielt. Und eigentlich ist es nur die Freude am Fenster, an diesen Fensterläden und den relativ großzügigen Proportionen. Auch im Innern dieses Spiel, dieser klassizistischen Anlage, der Enfilade, wie in einem Palazzo, die Enfilade von Raum zu Raum, aber dann gibt es dann einen geschliffenen Betonboden und so industrielle Dreischichtplatten, die dunkelgrün gestrichen sind und diese industriellen Schiebefenster. Also es ist dann die Übersetzung eines klassizistischen Typs in eine moderne Konstruktion. Und ja, da seht ihr vielleicht erstmal, versteht man das Objekt. Also sind diese drei Fenster. Es sind zwei identische Räume und dann dieser Kern, wo man mit diesen Türen hier, die kann man vollständig umklappen, dann hat man hier so einen modernen Block, der dann geschlossen ist, wo Badewanne, Toilette und Küche drin versteckt sind. Oder aber ich öffne sie und habe hier dann eben die Enfilade, die ihr gesehen habt, entlang der Fassade von Raum zu Raum. Es ist wie so ein Fragment von einem Palazzo, aber es hat den Anspruch, ein absolut einfacher, so zu einer einfachen Ordnung zu finden, also die einfachstmögliche Form zu finden, wie zwei Räume, ein kleines Bad und eine kleine Küche organisiert sein können. Das war noch der Kampf, wie geht man mit der Türe um, die eben diese primitive Ordnung von diesen 8 Fenstern stört. Das ist die einzige Ausnahme. Kontaminiert die dann eines dieser Fenster oder rutscht sie dann, das untere ist dann die Lösung, die dann gewählt wurde, so daneben. Das ist das einzige asymmetrische Element.
Dieser Pavillon ist entstanden fast zeitgleich mit dem Entwurf für das Kunstmuseum Basel, wo wir diese Erweiterung gemacht haben und ähnliche Themen, das Referenzieren auf den Palazzo, das vertikale Fenster, auftauchen. Die große Herausforderung war diese Parzelle, die Erweiterung für dieses Haus und diese Parzelle, die getrennt ist vom bestehenden Haus durch eine breite Straße. Und die Frage, wie stehen diese beiden Häuser zueinander? Weil sie nicht direkt angebaut sind, nicht wie so Kunstmuseum Winterthur, oder was die Erweiterung nach hinten gibt und die physische Beziehung gibt und es klar ist, dass die zusammengehören, sondern eigentlich war das Ziel, mit architektonischen Mitteln klarzumachen, dass diese Häuser miteinander zu tun haben, dass das eine Institution ist. Und dieses Thema geht durch von der städtebaulichen Setzung, dass nämlich da in dieser Kurve das Haus diese konkave Ecke macht und hier mit dieser Fassade an dieser Straße steht, die es gegenüber macht, über die Materialität, wo dieser helle Naturstein hier in Form von diesem hellen Backstein so beantwortet wird oder wieder aufgenommen wird, über die vertikalen Fenster im ersten Obergeschoss. Also es gibt verschiedene formale Entscheidungen, um die Verwandtschaft dieser Häuser zu zeigen. Aber es ist dann eben auch etwas ganz anderes. Wenn man es so sieht, ist diese Parzellenform führt zu einem sehr, zu einer sehr so verzogenen Geometrie. Also das Haus verhält sich dann auch so, wie oft so im gewachsenen Kontext Häuser sich dann halt einfach einer Geometrie unterwerfen müssen. Und es ist also so ein bisschen beides. Es ist einerseits der Palazzo, sprich das öffentliche Gebäude, das selbstständig als solitär in Erscheinung tritt. Und gleichzeitig ist es aber auch so ein Haus, das sich halt so in die Textur der Stadt und in die Räumlichkeit, die gegeben ist durch diese Straßen, so einfügt und dadurch aber seine spezifische Form gewinnt. Also auch in diesem Haus oder in diesem Projekt ist es wirklich dieser Kampf zwischen dem Ringen typische Qualitäten und andererseits auch das Genießen von so diesen Sachzwängen, die spezifisch sind, die dem Haus eine spezifische Form geben. Es ist immer diese doppelte Realität. Das ist die Frontfassade, die Seitenfassade mit diesen Fenstern, die so Klappläden haben, die kommen hier wieder, die Fensterläden, die in diesem so sehr hermetischen Volumen auch diese Öffnungen inszenieren und dem Fenster eine gewisse Tiefe geben. Dann der Verlauf des Backsteins, der unten dunkler ist und oben heller. Ein Motiv, das es jetzt dann vielleicht nachher nochmals eben in Form der unterschiedlichen Steinfarben im Altbau gab. Dann die Freude an der geschlossenen Fassade, was natürlich etwas mit dem Museum zu tun hat, weil das Museum primär Räume und Flächen für die Kunst anbietet und dadurch viele geschlossene Fassaden hat. Und was mache ich mit dieser Fassade? Und so das Zelebrieren des Steins, dieses so handwerklich hergestellten Backsteins und seiner Horizontalität, die noch verstärkt wird durch diese vor- und rückspringenden Fugen, war so das Thema. Hier seht ihr nochmals den Verlauf, der wie so eine Alterung vorwegnimmt. Das Haus will nicht ein modernes, sauberes, cleanes Objekt sein, sondern es sucht über so diese künstliche Patina dieser dunkleren Steinschichten unten auch den Dialog so zu diesem Hinterhof. Also es ist durchaus so ein romantisches Verständnis von Architektur. Die Freude dann an diesem Hinterhof, wo dann das Untergeschoss auch belichtet ist. Und dann war ein großes Thema, war die Erfindung dieses Frieses, das auch damit zu tun hat, eben, dass ein Museum ist prinzipiell mal ziemlich geschlossen als Volumen und diese Hermetik, die dann gebrochen wird, über dieses Fries, womit mit LEDs
diese Fugen dieser Backsteine ausgeleuchtet werden und so mit Schriften das Haus eine Informationsebene kriegt, also quasi wie so im 19. Jahrhundert oder eigentlich in der traditionellen Architektur, das Fries über einen Figurenschmuck etwas über den Inhalt sagt, ist hier das Fries ein Moment, wo über eine Schrift etwas über den Inhalt des Gebäudes erzählt wird. Und dann im Innern dieses Treppenhaus, das damit zu tun hat, manchmal ist es schwierig, nicht am Anfang die Grundrisse zu zeigen, ne? Zwischen zwei Ausstellungskörpern diese verzogene Figur, die ihr gesehen habt, ne, die eben geschuldet ist den Geometrien der Straße, wo diese äußere Geometrie dann ins Innere übersetzt wird. Ne? Das ist nicht etwas Typologisches, sondern die Abweichung vom rechten Winkel ist hier eben der spezifische Fall. Aber diese spezifische Geometrie erzeugt dann dieses so expressive Treppenhaus, das wie so eine Verformung eines traditionellen Treppenhauses ist und diesen einmaligen Raum erzeugt, der sehr eng ist, so zerdrückt. Also diese Treppenläufe müssen sich so übereinander legen, damit sie überhaupt da funktionieren. Und das gibt dann so diese, wiederum würde ich sagen, diesen industriellen Ausdruck. Natürlich verwenden wir den Marmor, weil wir ihn als Material interessant finden und er auch die Beziehung zum Naturstein des Altbaus herstellt. Gleichzeitig aber sind dann diese technischen Neonleuchten und dieser graue Zementputz auch und vielleicht auch diese Form dieser Treppen, die fast so wie so Förderanlagen wirken, versuchen auch diesen klassischen Typus des Museums in eine technische Zeit zu übersetzen, weil wir glauben, dass die Technologie wirklich halt ja entscheidend ist für unsere Zeit und Ausdruck ist von unserer Zeit und für den Geist unserer Zeit. Da kommen dann so diese technischen Details, diese so galvanisierten Handläufe oder galvanisierten Leuchten kommen dann zusammen mit dem Naturstein, den wir nachher dann noch entdecken im Altbau. Also der kommt direkt aus dem Altbau, auch diese Details dieser Brüstung kommt aus dem Altbau. Es gibt natürlich auch die visuelle Beziehung von Alt- und Neubau über diese Fenster. Und ihr seht, dass dann auch das Fenster im Altbau Pate stand für die Proportionierung dieser Fenster im ersten Obergeschoss, wo wir Seitenlicht haben, während das Dachgeschoss dann Oblichter hat. Wir haben gesagt, wir bauen so ein traditionelles Museum. Es ist nicht die Antithese, das wäre auch eine Möglichkeit, das zu einem bestehenden Haus die Antithese zu bauen. Aber wir fanden es interessant, eben quasi aus der Typologie lernen. Typologie ist die Entwicklung. Es ist eine Entwicklung, sie ist nicht Copy-Paste, sondern sind andere Räume, sie sind größer, sie sind hallenartiger, weil in diesem Haus hauptsächlich dann auch zeitgenössische Kunst oder Kunst aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gezeigt wird, die einfach per se schon mal größere Formate hat, normalerweise, als die Kunst, die im Altbau gezeigt wird, von Mittelalter bis zur klassischen Moderne. Das heißt, es ist eine Weiterentwicklung des Museums, das aber darauf basiert, auf gefassten quadratischen Räumen und Türen, die diese Räume miteinander verbinden. Das oberste Geschoss hat dann diese Oblichter. Auch hier aus dem Altbau kommend, aber aus einem generellen Interesse von uns, dass alle Dinge formuliert sind. Also es ist nicht der White Cube, der die Abstraktion sucht, sondern ein Boden ist ein Boden und ein Holzboden hat Fugen, wir haben diese Fugen inszeniert. Die Decke ist ein tragendes Element, das sind vorfabrizierte Betonelemente, die zeigen, dass sie tragen. Die ganzen technischen Installationen sind in diesen Fugen untergebracht. Und so hat jeder Teil, jeder tektonische Teil, Boden, Wand, Decke, hat seine Autonomie. Und es ist eben nicht der White Cube, der die Architektur abstrahiert, sondern die physische Realität und das Tragen ist uns ein Anliegen, das zu zeigen. Das ist dann dieser Zwischenraum zwischen den beiden Ausstellungsteilen, die ihr bald sehen werdet in den Grundrissen. Ich mache ein bisschen vorwärts.
Also der Hinterhof von innen gesehen, das ist der Verbindungsbau zwischen dem Altbau und Neubau. Dann die Freude, auch Materialien zu kombinieren, wie diesen Marmor und den galvanized steel. Also den Marmor eben nicht zu verstehen als ein repräsentatives, teures Material, sondern einfach die Freude zu haben am Marmor, weil es etwas Schönes ist, weil es angenehm zu sehen und anzufassen ist. Indem man ihn eben bricht, indem man so diese kulturellen Konnotationen bricht, durch diesen Stahl, durch die Kombination mit dem Stahl, kann ich das Material wie so befreien und es neu lesbar machen. Das war so die Behauptung dahinter. Die Garderobe, noch nicht ganz fertig. Die Toiletten, der einzige Bereich, wo es dann auch eine Farbigkeit gibt. Und das ist der Altbau, und ihr seht jetzt, oder da gibt es den Steinboden. Es gibt die Wandverkleidung im Treppenhaus. Das heißt, was ich am Anfang gesagt habe, dass diese beiden Häuser miteinander den Dialog suchen, findet auch im Innern statt. Also die Kontinuität, dass dieser Steinboden dann vom Altbau sich in den Neubau hinüberentwickelt, dass Motive wie diese tektonischen Decken wieder auftauchen, war uns ein Anliegen, um eben nicht so zwei Orte zu schaffen, die wie so komplementär gegenüberstehen, sondern um letztlich ein architektonisches Gebilde aus zwei Häusern zu schaffen, wo ich merke, dass die zusammengehören. Und das geht dann so weit bis, ihr habt es gesehen vorher, bis so zu Details von Brüstungen oder Sockelleisten, die wir Delgel vom Altbau übernommen haben. Oder das runde Oblicht, das habt ihr vielleicht, erinnert euch euch, gibt es dann auch in diesem zerdrückten Treppenhaus im Neubau. Und das ist dann die Baustelle, wo ihr seht, diese vorfabrizierten Elemente, die mit so einem Abstand gesetzt wurden, und in dieser Fuge sind dann die ganzen technischen Installationen untergebracht. Das sind die Doppelböden. Das ist eine relativ aufwendige Konstruktion. Ich habe eine Betondecke, ich habe diesen Doppelboden, wo die ganzen Installationen sind, und dann nochmal so einen zweiten, richtig massiven Boden drüber, um da nicht so den Hohlboden zu spüren. Aber das ist eine sehr aufwendige Konstruktion. Das sind diese Oblichtelemente, diese vorfabrizierten, die da versetzt wurden. Das war ein Modell 1 zu 1, wo wir Raumproportionen getestet haben, die absolute Höhe. Man kann vieles im Modell, im kleinmaßstäblichen Modell untersuchen, aber die absoluten Dimensionen haben wir hier in diesem Modell untersucht. Wir haben auch die Farbigkeit der Fassade simuliert in diesen unterschiedlichen Backsteinen. Am Schluss hat man sich dann für die hellere Variante entschieden. Und hat diese dunkle verworfen, unterschiedliche Texturen von Mauerwerk. Und das war das Modell, wo die Frage, wie dieser Altbau und der Neubau zusammenkommen, untersucht hat in diesem MDF-Modell. Und interessanterweise ist dann dieses Motiv dieser einspringenden Ecke, haben wir dann gefunden in diesem historischen Haus, das abgebrochen wurde 1940, das dann ersetzt wurde durch ein Bürohaus, das wiederum dann für unser Gebäude abgebrochen wurde. Und man sieht diese einspringende Ecke, die damit zu tun hat, dass Häuser, dass jedes Haus steht an seiner Straße, und es entsteht so diese Kollisionsgeometrie. Und das hat uns sehr gefreut, weil das eigentlich dann das Thema ist von unserem Projekt. Das sind eigentlich diese beiden Gebäudeteile, die an dieser Straße stehen und an dieser Straße da. Also die eigentlich grundsätzliche Architektur rechtwinklig, und dann entsteht so diese Kollisionsgeometrie in Form des Treppenhauses in der Mitte. Das ist der Grundriss des Untergeschosses, und das sind dann die Obergeschosse. Jetzt bin ich endlich beim entscheidenden typologischen Plan, dass diese beiden Häuser, kann man sagen, die an der Straße stehen, und das Treppenhaus als Zwischenraum, wo das Spezifische der Geometrie des Ortes dann spürbar wird.
Ihr habt es vielleicht gesehen, im Erdgeschoss haben wir große Räume, im Untergeschoss auch und drüber diese jeweils vier Säle, die so kreuzförmig angeordnet sind, die sind tragend, also die Wände dieser Säle sind tragend und entsprechend braucht es diese Vorspannungen. Was bedeutet, dass dann die Türen in den beiden Geschossen, also im ersten Obergeschoss und im zweiten Obergeschoss, nicht an der gleichen Stelle liegen können, wegen dieser Spannkabel. Man hat also diese Türen auch statisch optimieren müssen. Und natürlich auch geht es dann immer darum, die Lage der Türen in Bezug zur möglichen Hängung von Kunst zu diskutieren. Und das ist dann das entscheidende so konstruktive Detail, nämlich diese Idee mit diesen vorfabrizierten Betonelementen, die als verlorene Schalung auch dienen, die dann überbetoniert sind, jeweils eine solche Fuge auszubilden, wo dieser ganze technische Müll, sage ich so, also von Antennen und Brandmeldern und Hängepunkten für Objekte und natürlich das Kunstlicht in Form von diesen linearen Leuchten, aber auch von punktuellen Leuchten und, wo das alles untergebracht ist und wo man dem so einen architektonischen Ort gibt. Damit diese so nicht kontrollierbaren technischen Objekte dann nicht die Integrität der architektonischen Flächen kontaminieren, sondern da quasi an ihren Ort verwiesen sind. Und das ist so der Trick dieser LED, dieses Frieses. Das sind so übergroße Fugen mit dieser Hohlkehle, wo drin diese LED-Leiste liegt, die eigentlich diese Fuge ausleuchtet. Und was ich sehe, ist entweder die Fuge, die sich selbst verschattet, die dunkel ist, oder aber die Kompensation dieses LEDs, das so eingestellt ist, je nach Tageslichtsituation, dass eigentlich dieser Schatten ausgeleuchtet wird. Und dadurch, was ich sehe in diesem Buchstaben, ist eben der natürliche Schatten oder dessen Überblendung durch das LED. Frühe Skizzen, wo ihr seht, wir haben auch mit so... Hoppla. Was ist das gesehen? Vollbildmodus. Ja. Dass wir da auch mit so dem Solitär gestartet sind und dann seine, also quasi mit dem schematischen Kubus, der dann unter den Bedingungen des Ortes seine spezifische Form erhält. Also einmal mehr. Ja. Das generelle, das einfache Haus mit seinen vier Räumen oder die beiden Häuser mit ihren jeweiligen vier Räumen, die dann unter den spezifischen Kräften des Ortes mit hohem Nutzungsdruck und dieser schwierigen Geometrie zu einer spezifischen Form finden. Frühe Skizzen, wie man diese Fläche unterteilt, also diese Idee dieser beiden Häuser, die kommt natürlich nicht einfach, ist da und man zeichnet es auf, sondern das kennt ihr von eurer Arbeit. Das sind lange Evaluationsprozesse, wo man versucht, über die Skizze und über Modelle zu verstehen, was genau das Problem ist. Eine Variante zur Treppe, wo diese beiden Häuser noch nicht da waren. Das ist noch ein Objekt, das durch diese Geometrie zusammengefasst ist und dann diese Einzeltreppe. Jetzt ist die Zeit langsam um. Noch eins. Ja. Oder sollen wir, was soll ich euch zeigen? Komm, ich zeige noch das. Ich zeige noch Paris. Das ist auf dem Plakat gesehen, oder? Ist gut. Das war auf dem Plakat. Also ich möchte euch das zeigen, weil das vielleicht so am stärksten als Projekt direkt mit dieser Forschung zu tun hat, mit der typologischen Forschung aus Paris, wo wir vor allem Wohnungsbau immer spätes 19. Jahrhundert, also Industrialisierung bis so 1970er Jahre untersucht haben. Wie gesagt, so Architektur, die entstanden ist, bevor wir geboren wurden, aber die nicht weiter zurückgeht als die Industrialisierung, also die Stadt, die mit dem Auto funktioniert, mehr oder weniger, also die ähnliche Bedingungen hat, die vergleichbar ist mit uns. Und hier war vielleicht so der psychologische Trick, dass man so als Schweizer
in Paris einen Wettbewerb macht, ne, und dadurch wie so einen distanzierten Blick hat und sagt, Artis, du kommst hierher und sagst, eigentlich ist es klar, was wir machen. Paris, was ist Paris, ist klar, das sind diese egal wo du bist, ob du im Marais bist, ob du eben im Marais, also im mittelalterlichen Marais, oder ob du in diesen Quartieren, die durch Osman überformt worden bist, oder ob du so in diesem bürgerlichen 16. Arrondissement bist, aber letztlich ist es immer das Gleiche. Es sind diese Häuser, die mit ihren stehenden Fassaden diese wunderbaren Straßenräume formulieren, in Putz oder in Stein, aber das ist Paris. Und die Repetition, die Monotonie, diese Homogenität, natürlich ist jedes Haus ein bisschen unterschiedlich, aber diese Homogenität der Stadt ist einfach wunderschön. Und wir waren eingeladen für einen Wettbewerb, hier einen sozialen Wohnungsbau zu machen, und zwar mit einer ziemlich spezifischen Konstellation, das nämlich der Sockel ist nicht von uns, das hat ein anderer Architekt gemacht, der hat da für die RATP, also für die U-Bahn, für die Metro-Werkstätten, die waren schon da, neu entworfen, neu gebaut, und die waren vorher eingeschossig, und das Ziel war hier zu verdichten und eben sozialen Wohnungsbau drüber zu machen. Das heißt, er hat diese Werkstätte entworfen und wir das Haus oben drauf. Und da hat man dann aus Kostengründen, das war unglaublich, das hat irgendwie 12 Millionen gekostet, über 100 Wohnungen, also irgendwie ein Viertel dessen, was es in der Schweiz kosten würde. Und wir hatten dann Freude, dass es war diese beiden Köpfe, die gab es, ja, ist klar. Es war so eine Straße, die eigentlich so in diesem Hinterhof nur an diesen Werkstätten vorbeigeführt hatte, und wir haben die Möglichkeit gehabt, hier eine richtige Straße zu bauen. Und das ist ganz einfach, es ist eigentlich immer das gleiche Fenster, dieses französische Fenster, natürlich. Ein bisschen gedrängter, als das im 19. Jahrhundert war, und mit dieser ganz günstigen Blechfassade, also mehr lag da nicht drin, aber am Schluss hatten wir da Freude an dieser Blechfassade, auch an dieser Monotonie, an diesem ein bisschen tristen Grau. Also es ist das Material, es ist das Fenster, und dann gibt es die Plastizität, die entsteht einerseits durch die spezifische Geometrie dieser Straße, die so ein bisschen konkav und konvex ist, und dann diese Einschnitte bei den Treppenhäusern, es gibt drei Treppenhäuser, und dann, wie ich gezeigt habe in New York, diese Setbacks, die einfach gegeben sind durch das Baugesetz, das gibt dann dem Haus so seine spezifische Form. Ihr habt gesehen, da hinten, haben wir vorher gesehen, diese konkave Situation, die konvexe, wie das lange Haus findet dann ganz natürlich durch diese beiden Verformungen so ein Anfang und Ende. Und das ist dann gesehen von diesen noch bestehenden Ateliers und links dieser Neubau für die RATP. Auch unser Haus und dahinter der Architekt, der da auch noch nach vorne schauen wollte, dass man ihn sieht. Das war ein bisschen eine schwierige Zusammenarbeit. Und das ist das Haus, das man heute so nicht mehr sieht, weil da gegenüber jetzt auch ein Gebäude entsteht. Aber das zeigt mal das ganze Gebäude. Ihr seht über 100 Wohnungen, aber es sind nur drei Treppenhäuser, die das rhythmisieren. Gibt es diesen ersten Rhythmus dieser Treppenhäuser, und dann gibt es den zweiten Rhythmus in Form dieser Erker, die verglaste Außenräume sind, die dieses lange Volumen so rhythmisieren. Und ich meine, das ist hier die Architektur, diese Länge des Hauses und der Rhythmus der Fenster, der größere Rhythmus dieser Erker und dann der noch größere Rhythmus dieser Einschnitte mit diesen Treppenhäusern. Und am Schluss lebt dann das Haus von diesen einfachen Regeln, die dann aber zusammen mit der Umgebung, zusammen mit diesen Verformungen überall wieder so relativ reiche räumliche Situationen schaffen. Da der Blick von einer Terrasse über die unteren Terrassen, dank dieses Setbacks, dank dieser Einschnitte der Treppenhäuser. Und dann aber auch die Repetition dieses immer gleichen Motivs dieses Pariser Fensters. Da kann man manchmal, dann hat man überhaupt kein Geld, und plötzlich sind Sachen möglich, die du in der Schweiz vergessen kannst, wie diese Faltläden, diese traditionellen Blechläden, die wir so toll finden. War überhaupt kein Problem. Und es ist sozialer Wohnungsbau, die Wohnungen sind wahnsinnig klein,
Aber was uns gelungen ist, so ein paar Sachen zu machen, nämlich diese doppelflügeligen Türen, die dann das gleiche Motiv wie die Fenster haben. Und folglich beginnt dann das Fenster und die Tür miteinander zu sprechen. Und dann entstehen plötzlich so Tiefen, dass ich aus einem Entree über einen Wohnraum, über die Terrasse diese Achsen aufbaue und trotz der sehr kleinen Räume eine Großzügigkeit in diese Wohnungen bringe. Plötzlich entstehen so diese Diagonalblicke durch die Wohnung durch, durch die Küche durch. Die Küche besteht aus ein paar Fliesen und einem Ausguss. Das ist alles ziemlich. Der Novilon ist einfach geklebt auf die Betonplatte. Ist nur die Betonplatte ist ein bisschen gespachtelt, Novilon draufgeklebt. Also das ist so spart man Geld. Aber am Schluss ist es wirklich so punkto räumlicher Qualität. Ein Projekt, an dem wir unglaublich Freude haben. Natürlich profitiert es auch von diesem Kontext, von diesem romantischen Hinterhof. Aber es war da wirklich möglich. Ihr seht jetzt diese Lodge, das ist diese verglaste Lodge da außen, also dieser Wintergarten, der nochmals dieses immer gleiche Fenster hat, das rundum läuft. Und dann stehen dann wirklich so komplexe Situationen in den größeren Wohnungen, diese Fensterläden. Und das ist die Baustelle. Das ist der Wohnungsbau, der dann auf diesem Atelier drauf sitzt. Um da Erschütterungen nicht zu übertragen, gibt es da diese relativ teure Konstruktion. Das ist ja brutal, oder wie viel Geld dann in solche Sachen fließen, die dann eben für die Wohnungen fehlen. Das ist der Bau. Und das ist diese Brandwand, an die wir dann angebaut haben. Was ein bisschen schade ist, dass man die heute so nicht mehr sieht, weil sie so unglaublich schön ist, mit diesen Kaminzügen und dieser Kombination von Backstein und Naturstein. Das Modell, und da seht ihr jetzt die Wohnungen, ich habe gesagt, nur diese drei Treppenhäuser, also um ein Treppenhaus herum sind dann unglaublich viele Wohnungen angeordnet und mit dem immer gleichen Motiv. Da seht ihr jetzt diese Lodgen, die daneben, wo dann so über Eingang, Wohnraum, Loggia, immer so diese Tiefe entsteht. Seht das im Grunde, also sind wirklich nur diese drei Treppenhäuser, wo ich dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wohnungen erschließe. Auch sehr ökonomisch, es gibt dann diese Korridore, aber eigentlich ist das sehr schön so. Und das Treppenhaus hat noch Tageslicht. Also das heißt, diese Rhythmisierung hat eben damit zu tun, oder dass ich hier eine geringere Gebäudetiefe habe beim Treppenhaus, hier noch Licht reinbringe und dann da, wo die Wohnungen, die alle einseitig orientiert sind und drum, oder fast alle einseitig orientiert sind, und um diese Gebäudetiefe dann auch möglich ist. Da entstehen dann so die Situationen oder die Wohnung, die dann hier so von dieser Ecksituation profitiert. Gut. Ich klicke das nur noch durch, ich sage nichts mehr. Das ist noch die Brücke, die wir gebaut haben, die natürlich auch, jetzt habt ihr es längst verstanden, spielt mit dem traditionellen Typus der Brücke, dem traditionellen Bild der Brücke, das ist in Aarau. Wir haben das mit Ingenieuren zusammen gemacht, aber irgendwann haben wir dann im Laufe des Wettbewerbs einfach gesagt, wir machen jetzt einfach eine Brücke, so wie man das eigentlich heute nicht mehr macht. Aber es war Jörg Konzett in der Jury, der uns dann hat gewinnen lassen und der dann auch im Dialog nachher uns eine ganze Palette natürlich von so Bogenbrücken, modernen Bogenbrücken gezeigt hat. Wir waren dann mit ihm natürlich auch in Graubünden, aber auch in Schottland gibt es Betonbrücken mit Bögen oder Musmeci, kennt ihr vielleicht diese ausgedünnte Betonbrücke. In dem Sinne ist es nicht eine traditionelle Bogenbrücke, sondern sie ist sehr ausgedünnt. Wie ihr seht, ist natürlich dieses traditionelle Motiv, hat auch damit zu tun, dass die historischen Fundamente wiederverwendet werden sollten. Man wollte also nicht eine Brücke, die übers Ganze spannt, aus ökonomischen Gründen, aber was eigentlich auch richtig ist, weil es in unmittelbarer Nachbarschaft ist zur historischen Altstadt von Aarau und damit mit diesen Zwischenpfeilern auch die Maßstäblichkeit der Brücke, es wird eben nicht so zum Autobahnverkehrsbauwerk, sondern die Maßstäblichkeit hat auch etwas zu tun mit der Uferbebauung. Und so haben wir diese traditionelle Bogenbrücke eben in Beton konstruiert und dann so weit ausgedünnt mit diesen Fenstern oder mit diesen Augen,
wie das eben der Beton zulässt. Und das hat dann auch damit zu tun, dass es hier diesen Uferweg gibt, wo ich dann eben nicht im dunklen Tunnel bin, der dann verspreit ist und ein bisschen bänksigen ist, sondern dass ich dann in diesem Tunnel durch den Blick hier aufs Wasser habe. Also auch hier das Spiel, den traditionellen Typ der Brücke unter spezifischen Rahmenbedingungen wie diesen Fundamenten oder den Möglichkeiten des Betons auszuspielen und diesen Archetyp Brücke hier spezifisch und einmalig zu machen. Der Abbruch der Vorgängerbrücke, die Notbrücke, die Schalung, extrem kompliziert, diese Geometrien zu schalen. Auch immer wieder der Respekt vor dem Handwerk und diesen Leuten, die das machen. Gut, danke. Ja, vielen herzlichen Dank. Man kann noch Fragen stellen. Da im Publikum komme ich mit dem Mikrofon vorbei. Zu Hause am Bildschirm müsst ihr es in den Chat schreiben und ich lese die Frage dann laut vor. Einfach zur Information, es sind nochmals etwa gleich viele Menschen zu Hause oder wo auch immer online dabei. Voraussetzung, dass pro Bildschirm nur eine Person dort sitzt. Ja, wer hat Fragen? Röbi? Ja, vielleicht zuerst vielen Dank für den spannenden Vortrag. Ich habe deine theoretische Einführung sehr geschätzt, weil sie nachher so ein bisschen selbsterklärend für eure Projekte ist und wie das erklärt hast. Vielen Dank, fand ich sehr spannend. Ich habe nur eine Frage, die mich immer so ein bisschen interessiert, wenn jetzt auch von Typologie spricht. Man sagt heute, ich sage jetzt mal diese ganze CO2-Debatte, ja? Holz verwenden, wo Holz gut ist, Stahl verwenden, wo Stahl gut ist. Wie geht ihr mit diesem Thema um oder wie weit interessiert euch dieses Thema bei euren Arbeiten? Also ich bin froh um diese Frage, weil das ist nicht ein Statement gegen diese dringenden Fragen, sondern es ist ein Aspekt von Architektur und man könnte auch über ganz andere Aspekte reden und muss das auch und viele Leute machen das auch. Und wir haben also zwei Sachen. Erstens haben wir eine ganze Serie natürlich jetzt von Projekten, wo wir versuchen, weniger zu bauen, also vor allem auch den Reuse von bestehenden Bausubstanzen zu operieren. Und da haben wir jetzt interessanterweise zwei, drei so Fälle. Eins ist ein Wettbewerb, eins ist ein Projekt, das wir haben, wo wir auch konfrontiert sind mit Masterplänen, die so irgendwie 10 Jahre alt sind, wo man vor 10 Jahren noch Bebauungspläne gemacht hat, wo einfach alles weghaut, oder? Und da kommen sie und sagen, Entschuldigung, da stehen Häuser, die in einem Fall ein Industriebau, 10 Meter Achsmaß, 2 Tonnen Belastung, 6 Meter Geschoss, das ist so weg. Oder soll ersetzt werden durch einen Park mit einem Wasserbecken. Das kann nicht sein. Und da haben wir jetzt in dem Fall gelernt, erstens natürlich, das ist dann die Realität, die mit dem wenig zu tun hat. Also wir müssen natürlich versuchen, und das hat eben damit schon viel zu tun, wir müssen natürlich versuchen, ganz anders Architektur zu machen, ist klar. Auf einer technischen Ebene konstruktiv, Holzbau, I don't know, ist immer ein Thema, aber eben auch auf der typologischen Ebene. Oder? Also, da fühle ich mich ein bisschen sicherer. Wir haben natürlich auch Holzbauprojekte, wir haben auch ein Hochhausprojekt jetzt in Holz. Wie weit das dann wirklich ökologisch ist, wird sich auch dann in der technischen Ausarbeitung zeigen. Oder? Aber wesentlich ist es vor allem typologisch, also jetzt in dem Fall von dieser Industriehalle, oder ist das ein Gebäude, das ist einfach derart gut, von keinem Architekten entworfen, da steht einfach, aber das ist derart primitiv, sage ich. Ja. Das ist einfach irgendwie
40 mal 40 Meter, eben diese Raster, hohe Traglasten, da kannst du alles draus machen. Oder? Wir machen jetzt irgendwie eine öffentliche Halle draus, wir haben die Politik, die haben auch gute Politik da, die waren begeistert, dass man da nicht so einen generischen Park macht, den es überall gibt, sondern einen öffentlichen Raum für die Bevölkerung, wo man Markt machen kann oder die Jugend am verregneten Sonntag Sport machen kann. Aber das Haus hat eine typologische Primitivität. Oder? Es ist nicht so hochspezifisch. Und das ist eine Qualität. Und wenn ich sehe, was wir planen oder wie die Planungsprozesse heute sind, die so hochkomplex sind und so viele Anforderungen haben und so ökonomisch, oder? Ich komme hier an und sage, das ist eine historische Architektur, das kannst du heute nicht mehr machen. Du baust heute nicht mehr so teuer und so großzügig. Oder? Wir bauen heute so ökonomisch, wo ich wirklich die Bedenken habe oder ob das wirklich... nicht einfach zu spezifisch, zu kleinteilig, zu komplex ist. Und was schon uns interessiert ist, ja, ist eine typologischere, eine einfachere, eine klare Architektur, auch nachhaltiger. Also das ist ein bisschen offensichtlich natürlich, oder? Aber dieser Kampf für allgemeine Qualitäten, für Großzügigkeit, denke ich, hat schon mit Nachhaltigkeit zu tun. Eben, da gibt es unterschiedliche Aspekte, aber einer ist schon, also bauen wir vernünftige Typen, die eine Nutzungsvariabilität zulassen. Wer hat noch eine Frage? Danke vielmals. Vielen Dank für den Vortrag, super interessant. Ich bin noch ein bisschen hängen geblieben beim Pavillon. Ich kannte das Projekt vorher gar nicht und würde gerne wissen, wer die Bauherrschaft war und oder ob das bekannt ist, weil es wahnsinnig radikal ist und ich mich frage, ob es da auch einfach war, die Zustimmung zu bekommen. Es war sehr einfach, das war für Emanuel Christ. Nein, aber es ist eben interessant, es ist schön, die Geschichte ist schöner. Da hat ein Großonkel von ihm hat da gewohnt in diesem alten Haus alleine, seine Frau ist gestorben, hat gesagt, komm, hat doch keinen Sinn, dass ich in diesem großen Haus wohne und ihr wartet, bis ich sterbe, ihr müsst doch jetzt mit euren Kindern in dieses Haus und ihr baut mir ein Stöckli im Garten. Und dann haben wir für diesen 95-jährigen Mann haben wir dieses Stöckli gebaut. Das ist eigentlich ein Stöckli. Und er war so glücklich, hat seine Lieblingsbücher mitgenommen, sehr ein kultivierter Mensch, der dann... am Abend sehr viel noch aus ins Theater. Und so. Dann leider hat er nicht sehr lange, ist dann leider gestorben, noch nicht so lange, aber es ist ein Stöckli. Ja. Und er hat das aber wirklich, er hat sich mit dieser radikalen Architektur, also wir hatten einfach ein bisschen schlechtes Gewissen, weil es ist nicht so einfach da mit diesen Klapptüren und so, aber er hat das, er war ein Gentleman, ja, er hat das ertragen. Ja. Sie sind ja in der Ausbildung an der ETH tätig. Ja. Ich stelle fest, bei der Begleitung und Beratung von Gemeinden, die ich mache in Ortskerngebieten, also in historischen Gebieten, dass das Thema der Typologie eigentlich wenig oder nicht beachtet wird. Welche Bedeutung hat das bei Ihnen in der Ausbildung? Also, wie gesagt, diese Forschung dieser städtischen Architektur, die ist ja an der ETH entstanden. Und wir waren auch mit Studierenden in all diesen Städten. Wir haben auch mit Studierenden diese Häuser aufgenommen teilweise. Wir haben auch so Safari gemacht, vor Ort. Geht, fotografiert, zeichnet. Und natürlich muss man danach auch ein Forschungsteam, muss nach diese Pläne suchen in den Archiven. Und so. Aber wir haben die Studierenden involviert, weil wir glauben, dass diese Überlegungen, die Stadt zu verstehen, die Typen zu verstehen und das Verhältnis von Stadt, der Form der Stadt und ihren Bausteinen, wie die funktionieren und dass die in jeder Stadt anders funktionieren. Drum Paris eine andere Stadt ist, nicht weil es den Eiffelturm gibt und Rom ganz anders funktioniert als Paris, eben auch. Natürlich gibt es verschiedene Gründe, aber schon auch, weil eben diese Everyday Architecture ganz anders ist. Also wir versuchen schon, unsere Studierenden zu begeistern, auch für die langweilige Architektur. Das heißt nicht, dass Autorenarchitektur nicht auch
relevant ist. Wir glauben, wir versuchen das auch quasi auf der gleichen Höhe zu betrachten. Also ein Autorenwert, den Palladio neben der Industriehalle zu diskutieren, gleichwertig. Wir können über beides gleichwertig reden. Das ist die Unvoreingenommenheit und auch für eben Phänomene des Alltags. Dafür versuchen wir, die Studierenden zu begeistern. Ja, und zum Abschluss habe ich noch eine aus dem Online-Publikum. Wie kommt der Bodenbelag im Neubaumuseum Basel zustande? Was ist der Grund für diese Wahl des Bodens? Kleinteilige, längliche Platten und dann auch noch die Farbwahl, die erfragt wird. Ja. Danke für die Frage. Sehr spezifisch, aber wichtig, weil es war eine entscheidende. Also die erste Entscheidung war die vom Holz in den Ausstellungsräumen. Das ist einfach, das Holz hat sich als Standard durchgesetzt. Wir fanden es aber auch interessant, weil der Altbau hat auch dieses Holz. Also in dem Sinn war es auch eine Spiegelung. Ausstellungsräume mit Holzböden, Erschließungsräume mit Steinböden. Und diese Differenzierung, die hat uns gefallen. Und es ist jetzt natürlich einfach so, dass ein Holzboden früher aus richtigem Holz, ein richtiger Holzboden, der war genagelt und war quasi, der schwingt auch, weil ich spüre das Brett und ich spüre, dass darunter etwas anderes ist als heute, wo wir diesen Holzboden auf eine Betonplatte kleben. Auch aus klimatischen Gründen, weil die Speichermasse des Betons auch aktiviert werden soll. Das heißt, dieser Holzboden hat eine ganz andere Qualität physisch als der Holzboden im Altbau. Mit auch der Konsequenz, dass wenn ich den einfach so verlege, sieht er aus wie so eine Photoshop-Tapete. Ich habe keine Fugen mehr. Also die Fuge, die dem Auge auch die Perspektive gibt, wie hier die Fuge, ich nehme den Raum auch wahr über die Perspektive, die gibt es nicht mehr. Das Material arbeitet nicht mehr. Und wir hatten das Bedürfnis, die Fuge wieder zurückzubringen. Und dann haben wir im Altbau, gibt es ein Atelier oben auf dem Dach, das Restauratoren-Atelier, wo es diesen Klötzli-Parkett gibt. Aber nicht in dieser 50er-Jahre-Version, sondern 30er, also ein bisschen größer. Und die Fugen in diesem Holzzement ausgefugt. Und wir fanden das eigentlich einen schönen Bodenbelag und haben den hochskaliert. Also der ist da eben, das sind dann die einzelnen Klötzli, die sind vielleicht so 20 Zentimeter, so 3 Zentimeter breit. Und wir haben den hochskaliert auf so, was ist der, so 60, 70 Zentimeter, 8 Zentimeter und haben aber auch die Fuge wie in diesem historischen Boden in Holzzement gemacht, hatten dann super Bodenleger, der da mit uns diese Experimente gemacht hat, ob diese Fugen auch halten und nicht rausfallen. Aber es war der Versuch, mit den konstruktiven Bedingungen des geklebten Holzbodens einen Umgang zu finden. Vielen herzlichen Dank. Einfach für meine Studierenden jetzt aus dem zweiten Semester, das ist eine Bodenarbeit von Karl André, mit dem werden wir uns in einigen Wochen beschäftigen. Gut, ich schlage vor, weil Christoph um 9 Uhr auf den Zug muss, dass wir jetzt den Apero eröffnen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für deinen Vortrag. Wir haben definitiv zu wenig Zeit. Oder? Man könnte, glaube ich, noch viel über eure Projekte hören und darüber sprechen. Aber so habt ihr noch die Gelegenheit, mit Christoph vielleicht persönlich etwas auszutauschen. Vielen Dank, bist du nach Chur gekommen. Vielen Dank für den spannenden Vortrag. Ja. Vielen Dank für den Besuch von euch. Vielen Dank für die Technik. Wir haben dir noch ein kleines Präsent auf den Weg. Schönen Abend und genießt den Apero.